Das war der Moment, in dem ganz Schwerin zusammenzuckte. Marie Schölzel hier in der Mitte knickt beim Blockversuch um und kann sich kaum halten vor Schmerz in der anschließenden Behandlung. Schockmoment für den SSC Peinberg Schwerin im DVV-Pokal-Halbfinale, was doch so stimmungsvoll begann gegen den Titelverteidiger vom Dresdner SC. Rein in den ersten Durchgang, in dem der Dresdner SC in seiner Gastrolle mutig und druckvoll aufspielte. Maja Storck, die wahrscheinlich dominanteste Akteurin dieses ersten Durchgangs mit druckvollem Aufschlag, bereitet hier alles vor für den folgenden Blockpunkt 14-11. Dresden zunächst vorne. Der SSC Peinberg Schwerin gegen den Dresdner SC vor heimischem Pub-Publikum sicherlich das favorisierte Team. Und ab Mitte des ersten Durchgangs wurden sie dieser Favoritenrolle dann Stück für Stück gerechter, agierten nun auf Augenhöhe, beziehungsweise Hayley Spellman mit ihren 2 Metern ein wenig über Augenhöhe kommt da aus dem Hinterfeld angesegelt, wunderbar eingesetzt von Denise Imudo und zimmert das Ding auf 6 Meter. In der Folge entwickelte sich ein Spiel der intensiven und langen Ballwechsel, weil sowohl der Dresdner SC als auch der SSC Peinberg Schwerin in Feldabwehr und Block vorzüglich agierten, insbesondere Hayley Spellman mit den bereits angesprochenen 2 Metern. Daneben Lauren Barfield, die ist auch nicht viel kleiner. Und da wird's dunkel für Lena Stiegroth. Und dieses Muster sollte sich Satz für Satz wiederholen, nur um es vorwegzunehmen. Der erste Durchgang ging dann mit 25-22 an den SSC Peinberg Schwerin. Erster Satz eingetütet, 2 fehlen noch zum Pokalfinale in Mannheim. Neuer Satz, altes Spielprinzip in der Peinberg Arena. Die Ballwechsel bleiben lang und werden immer länger auf beiden Seiten. Denise Imudo versucht es mal mit dem zweiten Ball. Im Laufe der Partie war sie damit immer wieder erfolgreich, in dieser Situation nicht. Und dann kam es zur Situation, die wir zu Beginn gesehen haben und die beim Zuschauen wirklich wehtut. Marie Schölzel sinkt in sich zusammen. Der Jubelschrei der Dresdnerinnen verstummt. Alle in der Halle sind irgendwie geschockt. Marie Schölzel windet sich vor Schmerz auf dem Boden. Das ist ganz, ganz bitter für die junge deutsche Mittelblockerin. Für sie ging es direkt zur Behandlung in die Kabine. Der Dresdner SC erholt sich vom Schock, der beiden Mannschaften so ein wenig in die Glieder gefahren war. Ein wenig besser, 2 Punkte vor für die Gäste auf dem Weg zum Satzausgleich früh in diesem zweiten Durchgang. Maja Storck zu diesem Zeitpunkt schon mit 10 erzielten Punkten nach nicht einmal 1,5 gespielten Sätzen. Sie war der Go-To-Guy beim Dresdner SC und hatte immer wieder ihre Punktchancen. Und auf der anderen Seite das Prinzip, das wir im ersten Durchgang schon hatten. Und die Situation, die sich wiederholt. Lena Stiegroth scheitert am Block von Hayley Spellman. Die packt wieder krachend zu. Durchgang 2 geht dann auch nach langem und intensiven Kampf an die Gastgeberinnen. Die Kapitänin Greta Schakmari geht mit gutem Beispiel voran. 2-0 für den SSC Peinberg Schwerin. Kontroverse dann in Durchgang Nummer 3. Da geraten dann auch die beiden sehr lautstarken Trainer Felix Kuslowski und Alexander Weibel aneinander. 4 Berührungen beim SSC Peinberg Schwerin. Das Schiedsgericht lässt das Spiel weiterlaufen. Und Alexander Weibel beschwert sich da lautstark in der leeren Peinberg Arena, gut zu hören. Und das Ganze wird schon während des Ballwechsels ausdiskutiert. Und dann ist Alexander Weibel außer sich. Punkt geht zunächst einmal nach Schwerin. Dann bespricht sich das Schiedsgericht. Ja, vielleicht haben wir da auch doch was gesehen. Vielleicht waren da doch 4 Berührungen. Am Ende des Tages wird die Entscheidung korrigiert. Dresden bekommt den Punkt. Und Dresden bekommt noch einige Punkte mehr, nämlich 25 an der Zahl in Durchgang Nummer 3. Die Geschichte ist wieder offen. Wer zieht ins DVV-Pokalfinale ein? Dresden verkürzt auf 1-2. Satz Nummer 4 kann sich dann sogar Marie Schölzel ganz entspannt vom Rand anschauen. Ja, ein leichtes Lächeln huschte ab und an auch über ihre Lippen. Denn der SSC Peinberg Schwerin hatte jetzt alles im Griff und machte den Einzug ins Pokalfinale perfekt. Lauren Barfield macht den Sack zu, 25-16. Der 4. ist der einzige deutliche Satz in dieser Partie.